Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen nur noch einmal die Konkurrenten genauer vorstellen. Zunächst der Herausforderer Nummer 1 in der Regel zu meiner Rechten. Er kommt aus den Sümpfen Dänemarks, Nitro Herausforderer Nummer 2 in der Ringecke zu meiner Linken. Er kommt aus Stockholm, Trent in England, Robbie Dynamite. Und nun der European Cruiserweight Champion. Er kommt aus Norderstedt, The German Highlight, Michael. Am 20. Januar 2018 und wir erleben die erste Titelverteidigung in Kiel von Michael Knight. Es geht um die Europameisterschaft im Cruisergewicht. Hier unten am rechten Bildrand sehen wir Robbie Dynamite, der nach langer Zeit mal wieder zurück ist in Kiel. Ja, und oben links in der Ecke sehen wir Nitro Green, das Sumpfmonster aus Dänemark. Und unten links natürlich The German Highlight, Michael Knight, der amtierende Europameister im Cruisergewicht. Ben Böseler erklärt den drei Kontrahenten nochmal die Regeln. Alle drei sind zur gleichen Zeit im Ring. Der erste Pinfall des Matches zählt. Das heißt, Michael Knight kann den Titel auch verlieren, ohne dass er gepinnt wird oder aufgibt. Zum Beispiel, wenn Nitro Green Robbie Dynamite zur Aufgabe zwingt. Tja, Ben Böseler zeigt an, alle drei bereit. Und Ring frei. Auf geht's. Nitro Green zieht sich zurück in seinen Sumpf. Tja, Robbie Dynamite ist völlig verwirrt. Was der Quatsch soll. Er sitzt in der ersten Reihe. Hat er ein Ticket dafür? Ja. Wird auch den Zuschauern wegstoßen. Unsanft des Feldes verwiesen. Ja, und die beiden Jungs im Ring konzentrieren sich jetzt erstmal aufeinander. Kann natürlich ein Nachteil sein, wenn Nitro Green irgendwann eingreift. Aber erstmal schleicht ein bisschen um den Ring herum, beobachtet die Situation. Ja, und in den schleichen Nitro und Dynamite umeinander. Das erste Treppenmessen geht an Dynamite. Und Nitro Green guckt hier das Ganze von außen entspannt an. Während Dynamite Michael Knight hier im Griff hat. Ein hochversierter Wrestler mit ordentlicher Erfahrung. Aber Knight kann kontern. Und schöner Kick. Und da muss Dynamite rückwärts aus dem Ring. Und Michael Knight zeigt es an, will jetzt hier nach draußen, aber da kommt Nitro Green und schlägt ihn von hinten nieder. Das lässt er dann doch nicht zu. Dann hat ihn schallende Ohrfeigen. Ihn jetzt nach draußen schicken. Knight kann sich festhalten. Jetzt kommt Green und geht nach draußen. Michael Knight schiebt ihn nach draußen. Wow! Dropkick übers oberste Seil. Und jetzt wird er erneut versuchen, nach draußen zu gehen. Knight wieder nimmt Anlauf, aber hier kommt Robbie Dynamite. Oh! Ellbogen gegen Michael Knight im vollen Lauf. Streckt Knight nieder und erneut kann er nicht nach draußen springen. Ja, das Publikum wartet eigentlich schon drauf, dass es gleich soweit ist. Knight kann jetzt kontern. Und Nitro Green muss erneut nach draußen, auch Robbie Dynamite liegt jetzt draußen. Beide ist draußen, jetzt kommt er. Jetzt der dritte Versuch von Michael Knight über Seite. Michael, aller guten Dinge sind drei. Anlauf und jawohl! Sauerstoff nach draußen. Und lässt sich feiern vom Publikum, während die anderen beiden völlig desillusioniert draußen liegen. Und völlig zu Recht, was für eine spektakuläre Aktion. Springboard, au!
Robbie Dynamite hat den Braten gerochen. Jetzt ist auch Nacho Green wieder da. Will hier das Cover abstauben. Ja, ich habe es eingangs gesagt. Also er wartet und wartet. Und dann will er zuschlagen. Jetzt gibt es eine Diskussion zwischen den beiden. Und nein, voll rein. Aber Nacho Green geht wieder dazwischen. Das zeigt es an, ja. Partners in Crime. So kann man es hier durchaus nennen. Jetzt wollen sie sich verbünden gegen Michael Knight. Und damit heißt es dann 2 gegen 1. Die Frage bei solchen Allianzen ist natürlich immer, wie lange kann man die aufrechterhalten, wenn am Ende des Tages will jeder dieser drei Wrestler Europameister im Cruiserweight sein. Mit dem Fuß. Dynamite kommt von der anderen Seite. Diese Aktion hier gegen Michael Knight, und er weiß gar nicht, in welche Ecke er sich retten soll. Oh. Dynamite hält fest und Green schlägt zu, jetzt andersrum. Dynamite geht aufs zweite Seil. Oh. Knight hat natürlich einen sehr schweren Stand jetzt. Wenn sich Dynamite und Green abwechseln können, ist er die ganze Zeit hier im Center des Geschehens. Er versucht hier nochmal rauszukommen, aber die beiden haben ihn fest im Griff. Kopfstoß! Knight kriegt es voll ab und jetzt kommt wieder Knight zu Green. Also das wird eine einseitige Kiste hier. Die Frage ist, wann bricht die Allianz der beiden und wer versucht hier zuerst? Und welche Sprache sprechen die beiden eigentlich miteinander? Das Sumpfmonster aus Dänemark, ich weiß gar nicht, was der spricht. Die beiden machen ja Zeichensprache. Sumpfig. Oh, Knight rollt über. Oh. Wow! Headscissor gegen beide Gegner gleichzeitig. Was für eine Aktion. Und jetzt komm Michael Knight. Und dann fliegt er mit dem Flying Form in die Ringecke. Kick in den Magen von Nacho Green, Beinfeger, Ansatz zum Bulldog, würde ich mal sagen. Auf Nacho Green, nee. Oh. Oh, Robbie Dynamite stößt Knight einfach weg. Das fliegt erstmal 2 Meter durch den Ring. Und jetzt lasst ihr ihn gegenseitig suchen, während Dynamite sich ausruht. Und Nacho Green, wo ist Michael Knight da im Ring graben? Ja, ein kurzes Aufflammen von Michael Knight. Das war natürlich... Hätte der Bulldog gelandet, wäre es ideal gewesen. Jetzt geht er gegen den Ringpfosten außen. Aber draußen kannst du natürlich auch keine Matches gewinnen. Lights out von Michael Knight. Nur Michael Green behält ihn draußen, will ihm noch ein paar herzliche Grüße mitgeben, bevor er ihn gleich wieder in den Ring schickt. Spielt jetzt noch mit dem Publikum und da ist Knight wieder im Ring. Lockdown von Dynamite. Ja, das erste Cover seit der Allianzbildung. Und die wecken sich wirklich ab. Also Michael Knight ist hier das Opfer. Guillotine Backdrop. Nur noch von Nitro Green. Robbie Dynamite zollt ihm Applaus. Das war hektisch. Jetzt das Cover. 1, 2. Den Braten an Nacho Green gerochen. Dann merkt man natürlich sofort die Erfahrung von Dynamite. Jetzt diskutieren die beiden noch ein bisschen. Knight versucht sich mal in die Ringecke zu retten, um wieder hochzukommen. Aber wir sehen es schon, im Hintergrund lauert schon Robbie Dynamite. Und beide wieder an ihn ran. In der Ringe, jetzt kommt Nacho Green mit Anlauf. Und noch ein Running Uppercut. Michael Knights Brust ist schon dezent gerötet. So. Wieder Block in der Ringecke. Und jetzt geht's auf die Reise für Knight. Knallt er in den Ringpfosten hinten. Konter. Konter 1 und den nächsten Konter der auch aus und jetzt. Jawohl! Clothesline in den Rücken und der Kick hinterher.
Und jetzt sehen wir Springboard Time von Michael Knight. Volltreffer! Flying Clothesline, wunderschön! Das Cover, 1, 2, aber da kommt Dynamite und kann das Cover unterbinden in der letzten Sekunde. Mit einem Knee Drop gegen den Kopf. Das ist natürlich Doppelschau, zum einen kann er damit das Cover unterbinden. Jetzt Cover Robbie Dynamite Nacho Green. Zum anderen hat er natürlich auch Michael Knight damit geschädigt. Und das scheint gewesen zu sein in der Allianz. Dynamite versucht hier zu covern, was geht. Oder versuchen die beiden es nochmal. Eben Michael Knight natürlich eine ganze Menge Zeit, sich ein bisschen zu erholen, aber wir sehen, der hat ordentlich auf den Kopf bekommen. Handshake. Aber Knight kann hier zurückkommen. Oh, und da der Griff in die Augen von Robbie Dynamite. Ben Bösel hat es nicht gesehen. Jetzt diskutiert Dynamite mit dem Referee. Und Nacho Green nutzt das zum Cover, nur dass es keiner da erzählen kann. Da beschwert er sich natürlich völlig zu Recht, warum der Referee nicht dahin guckt, wo die Action Ring ist. Und das ist ein Graben Dynamite. Genüsslich geht er runter zum Cover, aber wieder nur bis zwei, also es wäre auch Nacho Green da gewesen, um das Ganze zu unterbinden. Also hier ist was im Busch. Er versucht sich am Seil hoch zu robben. Ohrfeige, die sich gewaschen hat. Nächster Uppercut. Und wir schicken ihn wieder auf die Reise. Also noch hält die Allianz offensichtlich. Nigel Green schickt Robbie Dynamite hinterher. Oh. Knight kann ausweichen. Dynamite geht in die Ringecke. Kann erneut ausweichen. Und jetzt gibt's. Wow! Double Team Action quasi in diesem Sinne. Also einer gegen beide Gegner zumindest. Und das Cover. Nur bis zwei. Aber starke Aktion von Michael Knight, toller Konter. Na, vor allem räumt er direkt mit beiden auf und kann somit ein sinnvolles Cover landen, aber... Tornado DDT, nein, Dynamite blockt. Nimmt ihn hoch zum... Two-Stone Pile Driver! Two-Stone Pile Driver! Wow! Und dann noch! Da kommt Nitro Green geflogen und alle drei Kontrahenten sind nun am Boden. Damit ist das Match wieder völlig offen. Nitro Green kommt von draußen, damit hat Robbie Dynamite überhaupt nicht gerechnet. Tja, und wer rollt sich jetzt auf den hier? Dynamite von links nach rechts. Michael Knight versucht, sich das Publikum zunutze zu machen. Mit der Unterstützung wird er wieder hochkommen. Und jetzt stehen alle drei auf wackeligen Beinen. Schlagabtausch. Uppercut. Knight muss sich gegen beide Gegner erwehren. Da klatschen die Uppercuts nur so. Und so und oh! Super Kick, aber genau getroffen. Und wieder Super Kick. Aber jetzt wieder abgefahren und. Wow! Blue Thunderbomb! Von Nacho Green gegen Michael Knight! 1, 2, 3, 4, 9, Europameister! Nein! Michael Knight! Raus. Wow! In letzter Sekunde kommt er raus! Wahnsinn! Robbie Dynamite schon aus dem Ring und Nacho Green hat jetzt die Oberhand. Wartet, dass Michael Knight sich aufrichtet. Hinten richtet sich auch Robbie Dynamite nochmal auf. Wow, jetzt auch super Kick gegen Nacho Green. Robbie Dynamite wird von Taubel aus dem Ring. Und Lights Out Rider von Michael Knight. 1, 2, 3. Titelverteidigung. Michael Knight gewinnt dieses Match. Wahnsinn.
against all odds, kann man sagen. 2-1 war das hier und Michael Knight setzt sich durch. Und er ist nach wie vor Europameister im Cruisergewicht.